Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in ganz Europa riesige Schafherden. Für das Zusammentreiben und den Schutz dieser Herden benötigte man einen robusten und höchst leistungsfähigen Arbeitshund. Außerdem sollte er genügsam sein. Der belgische Schäferhund war in seiner Heimat also ursprünglich eher ein Hund für arme Leute. Zum Bewachen von Herde und Hof. Der Weltdachverband FCI beschäftigt sich mit der Lehre vom Hund und definiert die rassenspezifischen Richtlinien. Für den belgischen Schäferhund ist der Standard Nummer 15 festgelegt. Er gilt für alle vier Rassetypen. Seine Erscheinung ist von Eleganz, Kraft und Robustheit. Seine Widerristhöhe beträgt je nach Geschlecht 56 bis 66 cm. Sein Gewicht liegt zwischen 20 und 30 Kilogramm. Der Grönendal und der Tervüren haben langes, glattes Haar. Es ist besonders um den Hals herum sehr üppig. Der belgische Schäferhund gilt als robuster Hund. Durch seinen zweckmäßigen, nicht überzüchteten Körperbau ist er sehr wenig für Krankheiten anfällig. Positive Kontakte zu Menschen, Artgenossen und anderen Tieren sind ebenfalls wichtig für ein gesundes, ausgeglichenes Sozialverhalten. Spezielle Welpenspielgruppen sind daher sehr zu empfehlen. Apportierspiele macht der belgische Schäferhund auch gerne im Wasser. Er ist ein guter und begeisterter Schwimmer. Er ist sehr intelligent und verfügt über eine schnelle Auffassungsgabe. Das heißt auch, dass er sehr sensibel reagiert. Seine Erziehung sollte deshalb ohne Druck und Härte erfolgen, jedoch mit Ruhe und liebevoller Konsequenz.